Hey Christoph, die Einsendungen vom Modern Bricks Stone Warane Bauwettbewerb sind da. Sollen wir es uns durchschauen wegen der Jurybewertung? Ja, warte, komm schon. Ja, passt. Komm, setz dich her. Ich habe mir schon einen Kaffee wieder gemacht. Christoph, der Postler ist da. Gehst du? Ah! Ich hab gedacht, wir schauen uns jetzt. Okay. Warte, Wahnsinn, was hier gerade mit der Post reingekommen ist. Hallo auch von mir, meine Lieben. ich Wir müssen jetzt kurz mal schauen, was für vier Pakete hier gekommen sind. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Das erste Ich habe schon lässt befürchtet, sich dass ich schon erahnen. auf der Titelseite einer, keine Ahnung was, Zeitschrift bin, von Lego-Sets erdrückt. Bald ist es soweit. Das sind, wenn ich mich nicht täusche, die Bricklink AFOL Designer Program Series 1 Sets, die wir Also das auf bestellt jeden Fall. haben. Und ja, bei den anderen müssen wir dann schauen, aber ich nehme an, dass das auch aus derselben Serie ist. Die Sets, die wir im Februar bestellt haben, sind jetzt, war das Februar, ich glaube schon, sind jetzt bei uns eingetroffen. Fünf Sets hat es gegeben, wir haben vier davon bestellt. Ich wollte eigentlich nur zwei haben oder drei. Rita hat mich dann überredet und wir haben uns gedacht, wir schauen uns die Sets kurz mit euch im Detail an, bevor wir dann auch in den Aufbau der Sets reingehen und natürlich die Sets dann in Wild City platzieren. Als allererstes das Set, was ich mir am Anfang Das gleich mal Kleinste. angeschaut habe. Es ist der Snack Shack 400, Entschuldigung, 548 Teile, 44,99 €. Also wirklich ein sehr handliches kleines Set, war auch relativ schnell ausverkauft, wenn ich mich nicht täusche. Ein Wohnwagen, ein Jetstream-Wohnwagen, der hier Hot Dogs oder was auch immer hier drinnen gemacht und gebraut wird, verkauft. Hat mir von Anfang an sehr gut gefallen und habe ich mir gedacht, dass das wirklich ein passendes Set für unseren Strand sein Genau, könnte. weil auch hier das, glaube ich, für den Strand angedacht ist. Also ich glaube, das kommt auch zu uns an den Strand. Leider gibt es ja immer, und da sind viele auch berechtigte Kritiken unterwegs, dass es immer so wenig kleine Sets gibt. Ihr habt gerade die Kartons gesehen. Meistens ist es nur ein einziges kleines Set. Bei der neueren Serie war es ja das Pilzhaus von Jonas, Stimmt, ja. auch von Stone Wars. Das hier war das kleine Set der vorherigen Serie, war auch dann gleich ausverkauft. Und ich finde, diese Sets sind immer sehr, sehr cool. Und da freue ich mich schon wahnsinnig auf den Aufbau. Vielleicht seid ihr da ja auch mal mit dabei, spätestens wenn wir das dann in der Stadt Und platzieren. was haben wir noch Ja, bestellt? jetzt, Rita, geht das mal auf die Seite. Bei den anderen Sets müssen wir, glaube ich, die Kartons aufschneiden. Das hättest du jetzt eigentlich schon machen können. Meinst du, während ich unter den Kartons gelegen bin, hätte ich hier. Jetzt muss ich das vorsichtig machen, weil stell dir vor, ich schneide da ein Set rein. Das Oh. habe ich ja schon mal gehört, dass Leute das schon gemacht haben. Also, die haben die Kartons wirklich auch mit den Versandboxen bestellt, was ich eine. Boah, tolle Idee. Oh, ja. Ein Highlight-Set jagt das andere. Wenn wir Ich das habe mal jetzt so professionell. Angst vor dass mein Kaffee umfällt. Wow. Also das ist mal eine Oh Ritterburg, Gott, würde ich das ist sagen. schwer. Bei diesem Set war ich mir am Anfang nicht ganz so sicher, ob das zu uns passen wird. Da wir aber große Mittelalter-Fans sind und auch immer wieder mal in die Richtung was machen wollen, habe ich mir gedacht, das Mountain Fortress muss auch zu uns kommen. Es ist ein Set mit 3.995 Teilen, 339,99 € Listenpreis. Ich kipp's mal Fast ein ein bisschen. bisschen übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es sind zwar viele Teile und alles, aber wir haben jetzt schon viele Ritterburgen bekommen. By the way, es sind fast immer Rittersets oder Zugsets, die da in die Endauswahl kommen. Die scheinen bei der AFOL-Community sehr beliebt zu sein. Mit sechs Figuren, kann das sein? Das Set hat mir, das kann durchaus sein, sehr gut gefallen. Irgendwie, es ist eine Burg, die so im Schnee gebaut ist. Ich finde das sehr interessant und wir haben. Wahnsinn, dieses Drum. Ich bin gespannt, wie groß die dann ist, wenn die aufgebaut Ja, ist. das ist auf jeden Fall ein Monster. Designed by Sleepless Night. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Viele möchten jetzt wahrscheinlich anmerken, dass es zu teuer ist, das Set, aber
Ich finde es als Alternative zur Ritterburg der 10316, glaube ich, ganz interessant. Die kostet ja 400 Euro, hier haben wir 340. Ja, also es sind unglaubliche Dimensionen, aber Ritter hat sich dann aber es könnte ja dafür begeistert. Ich meine, okay, jetzt mit dem Schnee, das müsste vielleicht entschneet werden oder die anderen Sachen beschneet werden. Aber das erinnert mich sehr an diesen mittelalterlichen Marktplatz. Mhm. Also ich glaube, dass das recht gut alles zusammenpassen könnte auch, oder? Das ist auch. Stell's mal hier auf den Boden. Hoppala. Jetzt habe ich Rita wirklich fast erschlagen mit dem Karton. Ist alles okay? Meine Nase. Oh, ja. Sei es drum. Also es sind eben manchmal Opfer zu vollbringen. Rita, nimm mal einen kräftigen Schluck Kaffee, dann geht es dir sicher gleich wieder besser. Ich muss auch mal nachtanken. Ihr seht, Kaffee hilft gegen alles, also auch gegen einen Nasenbruch. Auf jeden Fall schon Sets, die ihresgleichen suchen. Es werden ja 30.000 Exemplare von jedem dieser Modelle erzeugt oder produziert. Und man muss die ja immer schon ein halbes Jahr vorher kaufen. Meistens bricht dann der Lego-Server zusammen. Und es ist total kompliziert. Leute haben PayPal-Abrechnungen 3-4 Mal denselben Betrag auf ihrer Karte. Und das Set, das man will, das bekommt man dann oft nicht. Auch immer andere Schachtel. Einmal keine Schachtel, einmal diese eine und einmal... Train. Old Train Engine. Kannst du es rausholen, Rita? Mein absolutes Highlight dieser Serie. Also für das Set, das musste ich haben. Wir haben ja damals, ich glaube, um Punkt 17 Uhr bestellt. Und da war das hier das erste Set, welches in meinem Warenkorb gelandet ist. Es ist der Lokschuppen. 2331 Teile, 219,99 €. Wie lange warten wir? Ich kann es euch sagen, ich glaube 17 Jahre, wenn ich mich nicht täusche, warten Lego-Zugfans jetzt schon auf einen offiziellen Lokschuppen. Jetzt ist es endlich wieder und so soweit. Cool, weil hinten einfach mal die Perspektive von oben drauf ist. Das finde ich auch mal spannend. Weil normalerweise ist es doch immer die Rückseite, die man dann sieht. Ja. Die ist hier anscheinend nicht ganz die Rückseite, die so interessant ist. Also ich finde das Set echt ganz schön. Von oben. Ich bin schon gespannt, wie er sich macht im Vergleich oder neben dem alten Lokschuppen, der ja schwarz und rot war. Wird wahrscheinlich ein wenig anders aussehen jetzt, wenn er daneben steht, aber ich finde das Design recht cool. Und das Dach ist sehr ähnlich, oder? Genau. Mit diesen großen Platten. Und mich wundert es ja, dass so einer nicht schon viel früher mal jetzt auf den Markt gekommen ist. Ja. Es sind ein paar nette Ideen dabei. Wir werden den auf jeden Fall auch in Wild City einbauen. Ein paar Adaptionen müssen wir da machen, habe ich schon gesehen. Wir werden übrigens, und das ist jetzt die offizielle Ankündigung von dem Ganzen, wir werden unseren Güterbahnhof ein wenig erneuern und da vielleicht auch noch die ein oder andere kleine Platte anbauen, dann den generellen Gleisverlauf dort ändern. Das wird ein Riesenprojekt, das planen wir jetzt für diesen Sommer. Und da kommt der hier natürlich als zentrales Element dann auch hinein. Was ich gesehen habe, ist, dass hier erstens mal keine originalen Lego-Gleise, oder das Studiolicht, verwendet werden, sondern diese, ja, was auch immer das für Stäbe sind, vielleicht könnt ihr es erkennen. Sehen ja fast aus wie bei der Monorail, ja, oder? So, solche die wurden Gezacken. Auch für teilweise diese beim Krokodil waren die auch dabei und so weiter. Also auch beim Orient Express, wenn ich mich nicht täusche. Und die Schiene wurde auch hier erhöht, und zwar um einige Plates. Wir haben das wahrscheinlich anders vor. Wir werden das ein bisschen anders bauen, dass der von der Höhe und dem Ganzen auch zu uns in die Stadt reinpasst. Ich finde das Set einfach. Also mit dem werde ich heute Abend ins Bett gehen und schlafen. So als Polster, weil das Set einfach so cool ist und ich mich da wahnsinnig drauf gefreut habe. Endlich halte ich es in meinen Händen. Wenn du die Schachtel kaputt machst, wenn du dich drauflegst. Der sieht übrigens aus wie dein Vater, Rita. Weiß sich schon mal, wer gewundert hat. Das ist mein Dad. Oder so. Ritas Vater wird ja öfters, wenn man in der Weihnachtszeit in einem Shoppingcenter unterwegs ist mit Ritas Vater, glauben die Kinder echt, Santa Claus ist unterwegs. Was ich total cool finde. Und er ist auch hier auch cool. Verewigt im Lokschuppen vom Breaking Designer Diese drei Sets waren übrigens in einem großen Karton. Die waren so drinnen, wie ich sie euch jetzt gezeigt habe. Und dann einen Tag später kam noch ein weiteres Päckchen. Und da ist noch ein Set dabei, was ich nicht bestellt hätte, wenn es nach mir gegangen wäre. Und jetzt rate dreimal welche. Es ist nicht der General Store. Es ist dann ist es leicht zum Raten. Oh, die Pariser Straße,
ein Set, welches auch, glaube ich, nicht ausverkauft war. Übrigens, die anderen drei waren, glaube ich, ausverkauft. Und das hier, dieses vierte Set, wurde nicht ausverkauft. Also wäre interessant, wie oft das jetzt eigentlich produziert wurde. Es ist die Pariser Straße mit 3532 Teilen. Ein verkanntes Exemplar. 289,99 €. Aber ich finde es so nett. Also ich weiß nicht. Das ist einfach, da muss ein Fehler gewesen sein. Also ich kann mir nicht helfen, aber ich finde das einfach so, so nett. Ich bin zwar schon gespannt, wie groß das dann wirklich ist, in Relation zu den anderen Häusern in unserer Stadt. Das war das, was aber ich mir gedacht habe, warum es mir dann irgendwie doch nicht so gut gefallen hat. Es sieht von vorne recht cool aus, hinten diese kleinen cool. Kämmerchen. Ist ja, cool. Hast du recht. Es sind zwar, glaube ich, viele Aufkleber und so. Eine Boulangerie. Hinten ist es offen, weil es ist so ein bisschen Puppenhauscharakter. Ich weiß auch nicht, ob man es irgendwie zusammenklappen kann. Das müssten wir uns ansehen, dass es ein komplettes Haus ist. Das, wo ich ein bisschen skeptisch war, war, dass hier alle Räume und Zimmer nur so kleine Kämmerchen sind. Das ist ja, es hat auf jeden mich Fall ein bisschen an das Disney-Schloss erinnert, das muss ich schon dazu sagen. Weil da haben wir auch diese Kämmerchen. Kleiner als ein Modular, habe ich das Gefühl. Und ich habe dann mir gedacht, ich schaue nochmal den Preis an, fast 300 €, habe ich mir dann gedacht, naja, muss es das sein? Rita hat es dann, also bezahlt habe natürlich alles jetzt ich, wie könnte es anders sein? Aber Rita hat mich dann überredet, weil sie gesagt hat, komm, wir bestellen das jetzt noch. Ich wäre sogar eher noch für den General Store gewesen. Da haben wir aber unser Exemplar für Bob Brickman übrig gelassen. Ich weiß gar nicht, lieber Bob, hast du das Set überhaupt bestellt? Wir haben es noch nicht gesehen bei dir am Kanal. Aber wir haben im Western-Bereich schon eine Art General Store. Ja. Deswegen haben wir gedacht, unser Western-Bereich ist ja leider nicht wahnsinnig groß. Deswegen, und er ist aber relativ fertig. Oh ja, und ziemlich vollgeräumt. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, den lassen wir aus. Aber ich finde das cool. Und ich finde es so schön von außen. Also es ist richtig cool. Und ich denke mir, für jemanden, der Französisch studiert hat, wer soll das sein? Sollte die Pariser Straße. Sollte eine Pariser Straße doch auch drin sein. Als fünftes Set hätte es, wie gesagt, noch, ich sage dazu jetzt gar nichts, noch den General Store gegeben, 1906 Teile für 140 €, den haben wir uns dieses Mal nicht gekauft. Und es ist ja schon wieder die nächste Serie in mehr oder weniger Produktion. Ja, und bald schon die nächste zum Bestellen. Also es geht da wirklich Schlag auf Schlag. Und es macht sich auch, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch so das Gefühl, ein gewisser, naja, ich will nicht sagen Verschleiß, aber dadurch, dass jetzt so viele Serien am laufenden Stück kommen, ja, ist nicht mehr ganz ist so bemerkbar, dass die Spannung und dieses Fieber für die Sets ein wenig abgenommen hat. Es sind beim nächsten, sind nur mehr zwei ausverkauft gewesen. Also ich glaube, das Pilzhaus von Jonas und der... Was war das zweite? Und der Brick Cross Station, also der Bahnhof, die waren die einzigen beiden, die ausverkauft waren. Bei den anderen war das Interesse eher verhalten. Aber jetzt kommt dann das Schokoladenfabrik-Set raus. Also ich will eigentlich keine Werbung dafür machen, weil wir brauchen es unbedingt, aber man braucht es. Das wird sicher ausverkauft sein. Wir haben, wenn nicht, wäre es komisch. Auch nicht vor, die Sets jetzt irgendwie zum Weiterverkauf oder also keine Ahnung, was die jetzt am Zweitmarkt kosten. Vielleicht sind die ein oder anderen auch schon teurer geworden. Aber wir wissen, dass es am Zweitmarkt oft teuer ist, weil wir haben ja die ersten Bricklink-Sets. Welches hast du dir dann nachbestellt? Irgendein Schloss? Schloss Löwenstein habe ich dann nachgekauft und auch das Forest Castle in the Forest habe ich auch nachgekauft. Und deswegen bin ich jetzt horrende Preise und deswegen bin ich jetzt immer ein bisschen vorsichtig, wenn Christoph sagt, gefällt mir schon, aber brauchen wir das? Ja. Ich stelle nochmal das Highlight dieses Videos ein bisschen nach vorne. Es sind vier ganz schöne Sets. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr euch geholt habt oder was ihr jetzt bereut, euch entweder geholt zu haben oder nicht geholt zu haben. Wir haben, wie gesagt, noch gar nichts aufgebaut, auch noch nicht reingeschaut. Ich weiß, ein paar von euch haben mir schon geschrieben, dass sie den General Store sich geholt haben und ich verstehe es vollkommen, Leute. Also es ist richtig nice, richtig nice. Die Sets werden auf jeden Fall mehr oder weniger irgendwann mal in Wild City enden. Ja. Und da seid ihr hoffentlich mit dabei. Enden. Wir werden jetzt aufbauen und dann gibt es ein Update, sobald die Sets ready für die Lego-Stadt sind. Also baut auch ihr was Schönes, vielleicht den General Store, vielleicht auch was anderes. Und haut euch nicht die Nase ein dabei. Oh ja. Also, bis demnächst. Bald. So, jetzt zeigst du mir mal die Einsendungen für diesen Bewerb hier. Müssen wir auch noch machen. Das machen wir jetzt auch.